Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie hier in der Gedenkstätte Plötzensee. Sie wird im September 1952 eröffnet und ist damit die älteste der Berliner Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Der Architekt Bruno Grimmeck schuf inmitten des durch Luftangriffe schwer beschädigten Gefängnisses eine Gedenkstätte mit drei Elementen. Der Ehrenhof ist der Form eines antiken Theaters nachempfunden und ermöglicht auch größere Gedenkveranstaltungen. Die Gedenkmauer trägt die zentrale Inschrift den Opfern der Hitler-Diktatur der Jahre 1933 bis 1945. Sie dient zugleich als Abgrenzung gegenüber dem historisch erhaltenen Teil jenes Schuppens, in dem zwischen 1937 und 1945 die Hinrichtungen vollzogen worden sind. Im Mai 1956 beschließt der Berliner Senat außerdem, eine Steinurne mit Erde aus verschiedenen Konzentrationslagern in der Gedenkstätte Plötzensee aufzustellen. Sie trägt die Inschrift den Opfern der Konzentrationslager in ehrendem Andenken gewidmet. So wird das Gedenken an die in Plötzensee Ermordeten mit der Erinnerung an die Opfer des nationalsozialistischen Völkermords verknüpft. Seit 1954 finden zum 20. Juli jährliche Gedenkfeiern zur Erinnerung an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus statt. Heute stehen im Zentrum der Gedenkstätte der Hinrichtungsraum selbst und die 2019 eröffnete Dauerausstellung, die an alle hier ermordeten Opfer der NS-Unrechtsjustiz aus mehr als 20 Nationen erinnert. Die Gedenkstätte Plötzensee ist damit ein europäischer Ort der Erinnerung. In Plötzensee wird 1937 eine Arbeitsbaracke zum Ort der Hinrichtungen bestimmt. Ein Fallbeil aus der badischen Strafanstalt Bruchsal wird aufgestellt. Damit werden in den folgenden Jahren mehr als 2400 Menschen enthauptet. Ende 1942 wird im Hinrichtungsraum ein Stahlträger eingezogen. An ihm sind 8 Eisenhaken befestigt. An diesem Galgen werden im Dezember 1942 zuerst Angehörige der Widerstandsorganisation Rote Kapelle erhängt. Nach Luftangriffen auf Berlin finden die größten Massenhinrichtungen hier im September 1943 statt. Mehr als 250 Menschen fallen ihnen zum Opfer. Schließlich werden hier ab Herbst 1944 viele der am Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 beteiligten Widerstandskämpfer erhängt. Insgesamt werden zwischen 1933 und 1945 im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee mehr als 2880 Gefangene aus mehr als 20 Nationen enthauptet oder erhängt. Darunter sind über 1400 Deutsche, mehr als 660 Tschechen, mehr als 240 Polen und über 240 Franzosen. Die letzten 33 Hinrichtungen finden wenige Tage vor Kriegsende am 18. April 1945 statt. Eine Woche später, am 25. April 1945, wird das Strafgefängnis Plötzensee von Soldaten der Roten Armee befreit. Der Auftrag der Gedenkstätte Plötzensee ergibt sich aus den historischen Ereignissen. Sie erinnert heute an all jene Menschen, aus mehr als 20 Ländern Europas, die hier der nationalsozialistischen Unrechtsjustiz zum Opfer fielen. Diese Erinnerung lebendig zu halten, ist auch im 21. Jahrhundert eine bleibende Aufgabe. Thank you.
Sehr geehrter Herr Bundesratspräsident Haseloff, sehr geehrter Herr Bundesminister Heil, sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister Müller, sehr geehrter Herr Präsident des Abgeordnetenhauses Wieland, sehr geehrter Herr Generalinspekteur Zorn. Ganz besonders begrüße ich die Angehörigen, die leider wegen der bestehenden Vorsichtsmaßnahmen in der fortwährenden Pandemie auch in diesem Jahr nicht in Plötzensee sein können und die, wie etwa die Schülerinnen und Schüler unserer Partnerschulen und viele andere, diese Gedenkstunde im Fernsehen und Internet verfolgen. Seitens der Stiftung möchte ich unseren Kuratoriumsvorsitzenden Axel Sment und seine Nachfolgerin ab dem morgigen Tag Valerie Riedesel herzlich begrüßen. Auch im Kuratoriumsvorsitz unserer Stiftung vollzieht sich der Generationenwechsel von der Kinder- zur Enkelgeneration. Gleich in welcher Generation möchten die in der Stiftung versammelten Angehörigen der Frauen und Männer aus dem Widerstand mit ihrem familiären und persönlichen Bezug, mit ihrem Erleben und ihrem Erinnern ihren Beitrag dazu leisten, dass uns das Vermächtnis des Widerstands bewusst bleibt und nicht von den Falschen missbraucht wird. In dem Film zur Einführung haben wir von Professor Tuchel gehört, dass hier hinter dieser Mauer in der NS-Zeit über 2.800 Menschen aus mehr als 20 Nationen hingerichtet worden sind. Unter Instrumentalisierung einer willfährigen Justiz wurden diese Morde als rechtmäßig verschleiert. Das Todesurteil stand in der Regel aber fest, bevor die Gerichtsverhandlung überhaupt begann. Der zutiefst verbrecherische Charakter der totalitären NS-Diktatur ergreift jeden, der den Hinrichtungsraum von Plötzensee betritt. Wo, wenn nicht hier, spüren wir, wie wichtig das Vermächtnis des Widerstands gegen das NS-Regime ist, totalitäre Verführungen und Angriffe zu erkennen und ihnen entgegenzutreten, bevor es zu spät ist. Wo, wenn nicht hier, wird uns der Wert unserer rechtsstaatlich verfassten Demokratie eigentlich bewusst? Angesichts der anhaltenden Angriffe auf den Rechtsstaat im In- und im Ausland wird es nicht reichen, wenn wir alle nur zugucken. Wir müssen vielmehr alle etwas tun. Der amerikanische Historiker Timothy Snyder hat 20 Lektionen aus dem Widerstand für heute verfasst. Die erste lautet: Leiste keinen vorauseilenden Gehorsam. Die zweite: Verteidige Institutionen. Und die letzte: Sei so mutig wie möglich. Anders als das NS-Regime es immer suggerieren wollte, hat eben nicht nur eine kleine Clique von Offizieren Widerstand geleistet. Wir wissen heute, dass die Frauen und Männer aus dem Widerstand aus allen Schichten, Glaubensrichtungen und politischen Lagern der Gesellschaft kamen, aus der Arbeiterschaft, aus dem Bürgertum. Sie waren Kommunisten und Konservative, Gewerkschafter und Militärs, Gläubige und auch Menschen, die schlicht aus Anstand und ethischer Überzeugung handelten und dabei ihr Leben riskierten. Und wir wissen auch, dass die Verschwörer versucht haben, unter den Bedingungen der Diktatur über die Grenzen ihrer politischen Lager hinweg zusammenzuwirken. Es war der hier im Januar 1945 ermordete Sozialdemokrat Julius Leber, der sich im Juni 1944 mit ausdrücklicher Billigung Stauffenbergs mit Vertretern des kommunistischen Widerstands getroffen hat. Er zählte zu denen, die Hitler und seiner Bewegung von Anfang an Widerstand leisteten. Schon am 23. März 1933 wurde er unter Missachtung seiner Immunität auf dem Weg zur Reichstagssitzung in der Krolloper festgenommen, als er gegen das sogenannte Ermächtigungsgesetz stimmen wollte. Mehrere Jahre blieb er in Gefangenschaft, unter anderem im Konzentrationslager Sachsenhausen. Auch seine Frau, Anne-Dore Leber, gehörte zum Widerstand. Unermüdlich hat sie sich in den Nachkriegsjahren dafür eingesetzt, die Erinnerung an die Männer und Frauen, die an ein anderes Deutschland geglaubt und dafür gekämpft haben, in Erinnerung zu halten.
Im Februar 1962 begleitete sie damals mit dem damaligen regierenden Bürgermeister Willy Brandt, für den Julius Leber stets Vorbild gewesen war und der selbst nach 1933 als sozialdemokratischer Netzwerker aus dem Exil den Kampf gegen Nazi-Deutschland unterstützt hatte, Robert F. Kennedy, den Bruder des damals noch nicht ermordeten US-Präsidenten, bei seinem Besuch hier in Plötzensee. Es ist für uns bewegend, dass heute Nachmittag eine Gruppe von US-Weltkriegsveteranen auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin im Ehrenhof des Bendlerblocks einen Kranz niederlegen möchten, um die Frauen und Männer aus dem Widerstand zu ehren. Einer von ihnen war bei der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau dabei. Ein anderer ist in Deutschland in einer jüdischen Familie geboren, wurde als 13-Jähriger in die USA geschickt und hat seine Angehörigen nie wiedergesehen. Welche Bedeutung das Vermächtnis des Widerstands über die Bundesrepublik hinaus hat, können wir auch daran erkennen. Und so möchte ich heute mit den Worten der unbeugsamen Demokratin Anne-Dore Leber schließen. Es ist der Wert unserer abendländischen Kultur, dass der Einzelne aus der Reihe tritt, um für das Recht, für das Leben und die Seele des Mitmenschen einzustehen. Danke. Sehr geehrter Herr Bundesminister Heil, sehr geehrter Herr Professor Steinau-Steinrück, sehr geehrter Herr Dr. Sment, meine Damen und Herren, und ich sage auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind heute wieder zusammengekommen, um der Frauen und Männer zu gedenken, die sich der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft mutig widersetzt haben und dafür mit ihrem Leben bezahlen mussten. Allein hier in Plötzensee, am Ort der einstigen Hinrichtungsstätte des NS-Strafgefängnisses, ermordete das NS-Regime zwischen 1933 und 1945, wir haben es gerade gehört, fast 3000 Menschen, 89 davon, weil sie mit dem Widerstand des 20. Juli 1944 in Verbindung standen. Klaus-Schenk-Graf von Stauffenberg selbst und drei weitere Offiziere waren bereits in derselben Nacht im Bendlerblock erschossen worden. Die meisten anderen Mitstreiterinnen und Mitstreiter kamen ebenfalls brutal zu Tode. Ihre Angehörigen wurden verfolgt und verschleppt. 77 Jahre liegen die Ereignisse rund um den gescheiterten Attentatsversuch auf Hitler nun bereits zurück. Doch das Gedenken darf niemals enden. Wir müssen es an künftige Generationen weitergeben, daran zu erinnern, was wir den Frauen und Männern des Widerstandes zu verdanken haben, bleibt gerade auch für eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft wie die unsere unverzichtbar. Wir betrachten den 20. Juli 1944 heute zu Recht als einen der wichtigsten Tage der jüngeren deutschen Geschichte. Unser Gedenken gilt dem Versuch, das menschenverachtende System des Nationalsozialismus in letzter Minute zu beenden. Ein Erfolg der Verschwörerinnen und Verschwörer um Stauffenberg hätte unzählige Menschen vor dem Tod bewahrt. Millionen von Menschen wäre unsagbares Leid erspart geblieben. Doch das Attentat scheiterte. Und dennoch war der Umsturzversuch nicht umsonst. Die Frauen und Männer des 20. Juli und mit ihnen zahlreiche andere, die ebenfalls Widerstand leisteten, haben in Deutschlands dunkelster Stunde ein Zeichen gegen die Unmenschlichkeit gesetzt. Und viele von ihnen sind unter Einsatz ihres Lebens zudem für Werte eingetreten, die heute Fundament unseres demokratischen Gemeinwesens sind. Für die Unantastbarkeit der Menschenwürde, für Offenheit, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Umso wichtiger ist es, diese Werte auch heute gegen Anfechtung wirkungsvoll zu verteidigen. Und das bedeutet, jenen entschlossen entgegenzutreten, die unsere Gesellschaft mit rechtspopulistischen Parolen spalten wollen und gegen Fremde und Andersdenkende hetzen. Wir müssen leider immer wieder erleben, dass unser Land
von rechtsextremen und antisemitischen Übergriffen erschüttert wird. So hat unsere Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus im Jahr 2020 allein für Berlin mehr als 1000 antisemitische Vorfälle festgestellt. Das sind gut 13% mehr als im Jahr zuvor. Und man darf nicht vergessen, die Zunahme erfolgte trotz der strengen pandemiebedingten Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens. Und man sollte auch wissen, ein Fünftel dieser antisemitischen Ausfälle wurden im Zusammenhang mit Protesten gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie registriert. Wir dürfen so etwas nicht hinnehmen. Die Geschichte hat eindringlich gezeigt, wohin es führt, wenn man den Brandstiftern das Feld überlässt. Deshalb ist und bleibt es richtig, dass wir auch nach bald 8 Jahrzehnten an den 20. Juli erinnern, stellvertretend für alle, die sich der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft widersetzten. Von ihrem mutigen Vorbild können wir lernen, wie wichtig es ist, Haltung zu zeigen und sich für ein tolerantes Zusammenleben und eine demokratische Kultur stark zu machen. Im Wissen um die Bedeutung des 20. Juli 1944 hat Berlins damaliger regierender Bürgermeister Ernst Reuter bereits 1952 die Tradition begründet, alljährlich zum ehrenden Gedenken an den deutschen Widerstand in Berlin zusammenzukommen. Und ich bin froh darüber, dass wir diese wichtige Tradition bis heute lebendig halten konnten. Mein herzlicher Dank dafür geht besonders an die Stiftung 20. Juli 1944, die sich auch im zweiten Jahr an einer Gedenkveranstaltung, die leider diesen strengen pandemiebedingten Einschränkungen unterworfen ist, so bereitwillig und engagiert beteiligt und die überhaupt Großes leistet. Um Angehörige und Nachfahren der Männer und Frauen des 20. Juli vernetzt zu halten und mit zahlreichen Aktivitäten, insbesondere auch für junge Menschen, dazu beizutragen, dass die Ereignisse rund um den 20. Juli 1944 nicht in Vergessenheit geraten. Mit diesem bedeutenden Beitrag zur Erinnerungskultur unseres Landes stärken die Stiftung und alle, die sich für das Gedenken des Widerstandes gegen Hitler engagieren, die demokratischen und freiheitlichen Werte, für die wir alle einstehen. Ich danke auch Ihnen, meine Damen und Herren, die Sie vor den Bildschirmen dabei sind und damit unterstreichen, dass das Gedenken an den 20. Juli wie auch an die gesamte Bandbreite des Widerstands gegen Hitler in Berlin weiterhin lebendig bleibt und von sehr vielen Menschen wahrgenommen wird. Aber natürlich hoffe ich sehr, dass im kommenden Jahr alle wieder persönlich zusammenkommen können. So gehört es zu den guten Traditionen, dass der Berliner Senat am Vorabend des 20. Juli Familienangehörige der Widerstandskämpferinnen und Kämpfer zu einem Empfang ins Rote Rathaus lädt. In Zeiten der Corona-Krise war dies leider nicht möglich, doch Gedenken braucht Begegnung und Austausch, um über die Jahrzehnte hinweg lebendig zu bleiben und von Generation zu Generation weitergegeben zu werden. Meine Damen und Herren, nochmals herzlichen Dank an alle, die sich dafür einsetzen und die damit auch Verantwortung übernehmen für ein Gemeinwesen, in dem die Würde des Menschen geachtet und geschützt wird. Thank you.
Sehr geehrter Herr Präsident des Bundesrates, sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister, sehr geehrter Herr Präsident des Abgeordnetenhauses, sehr geehrter Herr Generalinspekteur und stellvertretend für die Angehörigen der Widerstandskämpfer begrüße auch ich von der Stiftung 20. Juli 1944 Herrn Professor von Steinau-Steinrück und Herrn Dr. Sment, dem ich ganz ausdrücklich auch für seine Arbeit danken will und seiner Nachfolgerin alles Gute wünschen will. Aber besonders begrüße ich natürlich auch diejenigen, die uns heute Corona-bedingt im Fernsehen und im Internet folgen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es war eine Zäsur in der deutschen Nachkriegsgeschichte, als der Staatsanwalt Fritz Bauer 1952 öffentlich für die Ehre der Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 eintrat. 8 Jahre nach dem gescheiterten Umsturz schaute die deutsche Öffentlichkeit mit großer Spannung auf das Landgericht in Braunschweig. Denn hier wurde keine einfache Strafsache verhandelt, sondern nichts weniger als ein hochsensibles Kapitel deutscher Geschichte. Angeklagt war Otto Ernst Rehmer, ein Gefolgsmann Hitlers, der nach dem Krieg Mitbegründer einer rechtsextremistischen Partei war. Übrigens der ersten Partei, die in den 50er Jahren vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig verboten wurde. Die Anklage lautete: üble Nachrede und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Diese Verstorbenen waren die Widerstandskämpfer des 20. Juli. Der Angeklagte, der als Wehrmachtsoffizier, als Major 1944 selbst zum Scheitern des Umsturzes beigetragen hatte, hatte sich später wiederholt als Landesverräter diffamiert. In seinem leidenschaftlichen Plädoyer für ihre Rehabilitation ließ Fritz Bauer keinen Raum für Missverständnisse. Ich zitiere: am 20. Juli war das deutsche Volk total verraten. Verraten von seiner Regierung. Ein Unrechtsstaat, der täglich Zehntausende Morde begeht, berechtigt jedermann zur Notwehr. Zitat Ende. Es war eine Zäsur, denn Bauer ließ die Legitimität und auch die Legalität des Widerstandes durch ein Gericht feststellen und in diesem Zuge den NS-Staat als Unrechtsstaat definieren. Und es war auch ein bewusster Tabubruch, denn Fritz Bauer war sehr klar: die große Mehrheit der Deutschen hatten die Frauen und Männer des 20. Juli noch im Jahre 1952 nach wie vor eindeutig verortet, allerdings auf der vermeintlich falschen Seite der deutschen Geschichte. Der Widerwille gegen den Widerstand war enorm. Und wenn, wie Bauer ausführte, jeder Mann das Recht zum Widerstand hatte, warum hatten dann nur so wenige auch darin eine Pflicht erkannt? Warum hatten nur sie ihre Angst überwunden und auf ihr Gewissen gehört? Für die deutsche Nachkriegsgesellschaft waren diese impliziten Fragen rasend unbequem. Und für den deutschen Widerstand folgte dem Kampf gegen den Nationalsozialismus ein zweiter, ein ungleich längerer Kampf, die erbitterte Auseinandersetzung um die geschichtspolitische Deutungshoheit, um das kollektive Gedächtnis der deutschen Gesellschaft. Auch heute, meine Damen und Herren, fast 70 Jahre nach dem Braunschweiger Prozess, ist diese Auseinandersetzung noch nicht vorbei. Immer wieder muss es uns erschüttern, wie schmerzvoll es lange es dauerte, bis alle Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer die Anerkennung bekamen, die ihnen zusteht. Jahrzehntelang war das Gedenken an den Widerstand auch eine Frage des realpolitischen Kalküls oder der ideologischen Opportunität, zumal im Kalten Krieg. Das galt für beide deutsche Staaten, freilich mit sehr unterschiedlichen politischen Schwerpunkten. So stand man in der DDR den Widerstandskämpfern des 20. Juli offiziell mit teilweise zynischer Distanz gegenüber. Stattdessen schob der SED-Staat den kommunistischen Widerstand gegen Hitler in den Vordergrund. In der alten Bundesrepublik wiederum musste vielleicht gerade deshalb insbesondere der Widerstand der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung lange Ignoranz ertragen,
ja sogar Diffamierung, und zumal, wenn er aus dem Exil geleistet wurde. Das hat Willy Brandt beispielsweise erlebt. Dabei waren es gerade der gewerkschaftliche Unterarbeiterwiderstand, der besonders früh und auch besonders brutal verfolgt wurde. Parteiische Geschichtspolitik aus der Zeit des Kalten Krieges hat allzu lange den Blick auf die politische und die gesellschaftliche Breite des Widerstandes verstellt. Heute gedenken wir ausdrücklich allen Menschen und allen Gruppierungen, die Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet haben. Mit Trauer, aber vor allen Dingen mit Respekt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein ganz besonderer Respekt gebührt dabei zweifellos dem Mut und dem Schicksal der vielen Frauen des Widerstandes. Die meisten von ihnen blieben jedoch nach dem Krieg lange unbeachtet. Oder sie wurden überstrahlt von einzelnen, besonders bekannten Persönlichkeiten des Widerstandes, wie etwa von Sophie Scholl. Auch diese, auch alle Frauen des Widerstandes verdienen unsere Aufmerksamkeit, unseren Respekt und unsere Anerkennung. Denn es waren Frauen, die an nahezu allen Formen des Widerstandes beteiligt waren. Sie entwarfen Flugblätter, sie verteilten oppositionelle Schriften. Sie bildeten Netzwerke, organisierten konspirative Treffen und versteckten Verfolgte. Sie arbeiteten mit an politischen Konzepten für ein Deutschland nach Hitler. Damit riskierten sie immer wieder die brutale Verfolgung des Regimes. Manche von ihnen überlebten die Rachsucht des Diktators in den Gefängnissen und Konzentrationslagern. Es waren diese Frauen, wie Anne-Dore Leber, die vorhin erwähnt wurde, aus dem Kreis der Hinterbliebenen, die nach dem Krieg den Grundstein für die Erinnerungen des Widerstandes legten. Viele allerdings bezahlten für ihren Mut mit dem Leben, auch hier in Plötzensee. Es waren Frauen wie Liane Berkowitz, eine junge Berlinerin, deren Eltern in den 20er Jahren aus der damaligen Sowjetunion in die Weimarer Republik geflüchtet waren. Heute würden wir von einer Frau mit Einwanderungsgeschichte sprechen. Als Jugendliche wuchs Liane Berkowitz in einem regimekritischen Freundeskreis auf. Hier wurde offen über die Verhältnisse im sogenannten Dritten Reich diskutiert. Und aus dem Entsetzen über die Verbrechen des Regimes entstand im Sommer 1942 der Impuls zum Handeln. In der Nacht vom 17. auf den 18. Mai 1942 verteilten Liane Berkowitz und ihre Mitstreiter in Berlin-Charlottenburg Klebezettel, auf denen stand: das Nazi-Paradies, Krieg, Hunger, Lüge, Gestapo, wie lange noch? Das waren wenige Worte auf einigen Zetteln. Und doch war es ein Akt des Widerstandes, der das NS-Regime radikal infrage stellte. Liane Berkowitz, ihr Verlobter und viele ihrer Freunde zahlten für diesen Mut einen ganz furchtbaren Preis. Sie wurden als Teil der vermeintlich kommunistischen sogenannten Roten Kapelle festgenommen und im Januar 1943 zum Tode verurteilt. Liane Berkowitz war bei ihrer Verhaftung im dritten Monat schwanger. Sogar das Reichskriegsgericht unterstützte ihr Gnadengesuch. Es wurde dennoch abgelehnt, und zwar mit Unterschrift von Adolf Hitler persönlich. Liane Berkowitz schrieb aus der Haft an ihre Mutter: wenn man bedenkt, wie jung wir sind, so kann man nicht an den Tod glauben. Und doch wurde sie am 5. August 1943 hier in Plötzensee umgebracht, zusammen mit 12 weiteren Frauen der Roten Kapelle. Sie wurde 19 Jahre alt. Der Mut und das Schicksal von Liane Berkowitz dürfen nicht vergessen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Auch heute, 77 Jahre nach dem 20. Juli 1944, stellen wir fest, das Bild vom deutschen Widerstand ist nicht statisch. Es bleibt eine umkämpfte Geschichte, eine gesellschaftliche Herausforderung und auch eine politische Aufgabe. Anders als in den 50er und 60er Jahren, also in den Zeiten Fritz Bauers, geht es heute nicht so sehr darum, den Widerstand gegen den Nationalsozialismus, gegen Diffamierung oder Stigmatisierung zu verteidigen. Es geht vielmehr darum, ihn vor falscher Vereinnahmung und Instrumentalisierung zu schützen. Denn der Missbrauch des deutschen Widerstandes gehört längst zum Geschmack und auch geschlechtslosen Narrativ eines ganz bestimmten politischen Milieus in Deutschland. Eines Milieus, das gleichzeitig die Nähe zu den geistigen Erben des Nationalsozialismus nicht scheut. Zu dieser infamen Ironie gehört es, eine Widerstandskämpferin wie Sophie Scholl auf Demonstrationen politisch zu vereinnahmen und gleichzeitig gemeinsam mit notorischen Neonazis zu marschieren. Dazu gehört es, den vom Grundgesetz geschützten Widerspruch in unserer Demokratie mit dem lebensgefährlichen Widerstand gegen die NS-Diktatur gleichzusetzen. Dazu gehört es, den Protest gegen Hygienemaßnahmen in der Corona-Pandemie mit dem Kampf gegen Krieg und Völkermord zu vergleichen. Dazu gehört es, eine abstoßende Analogie herzustellen zwischen unserer freien Demokratie und einem mörderischen System, das für die größten Menschheitsverbrechen der Geschichte verantwortlich zeichnet. Es ist diese Delegitimierung unseres demokratischen Rechtsstaats, um die es diesen Leuten tatsächlich geht. Und wir dürfen niemals hinnehmen, dass die Frauen und Männer des deutschen Widerstandes als Kronzeugen für Geschichtsrevisionismus und Menschenfeindlichkeit instrumentalisiert werden. Meine Damen und Herren, das ist deshalb unsere Pflicht, diesem Missbrauch des Gedenkens mit Entschlossenheit entgegenzutreten. Und wir dürfen uns jedoch nicht darauf beschränken, das Gedenken lediglich defensiv zu verteidigen. Es geht vielmehr darum, dieses Gedenken immer wieder aktiv und neu sich zu erschließen, damit die Erinnerung an die wenigen ein Gedenken der vielen bleibt. Deswegen ist das universelle Erbe dieser mutigen Menschen so wichtig. Die Frauen und Männer des Widerstandes sollten dabei keineswegs überhöht werden. Sie alle wurden nicht als Helden geboren, sondern waren Menschen in ihrer Zeit. Sie sahen die politischen, die weltanschaulichen und auch die religiösen Motive ihrer Mitstreiter teilweise mit größter Skepsis, manchmal sogar mit offener Ablehnung. Aber sie hatten damals eben nicht darauf plädiert, ihre Prinzipien als Unvereinbarkeit zu begreifen, wie es leider heute oft und viel zu schnell geschieht. Stattdessen hatten sie die Kraft, sich auf das Gemeinsame zu besinnen, und sie haben dabei Größe bewiesen. Die Größe, nicht jeden Gegner, zumal in unserer Demokratie, zum Feind und nicht jede Differenz zum unvereinbarlichen Gegensatz zu erklären. Die Größe, mühsam Gemeinsamkeiten und auch Kompromisse zu erarbeiten, anstatt reflexhaft zu polarisieren. Und die Größe, die eigenen Selbstgewissheiten zugunsten eines höheren Ziels zurückzustellen. Gerade diese Größe macht die Frauen und Männer des 20. Juli gerade heute zu Vorbildern. Umso wichtiger ist, dass wir uns heute daran erinnern, was sie tatsächlich verbunden hat, über die sozialen Unterschiede, über Altersgrenzen und über politische Überzeugungen hinweg. Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus, das war die unbedingte Entschlossenheit, für Menschlichkeit und Recht einzutreten. Das war die individuelle Courage, dort zu handeln, wo schon Kritik, wo Widerspruch und Opposition ins Gefängnis, ins Konzentrationslager oder in den Tod führen konnte. Das war der Griff zur Notwehr, die Fritz Bauer in seinem Plädoyer legitimierte. Meine Damen und Herren, auf den Tag genau
liegt der 20. Juli 1944 heute 77 Jahre zurück. Das ist die Spanne eines Menschenlebens. Und je größer die zeitliche Distanz wird, desto größer wird die Verantwortung unserer Gesellschaft. Unsere Verantwortung dafür, diese Vergangenheit nicht zu vergessen. Weder die Verbrechen des Nationalsozialismus noch den Widerstand dagegen. Wir dürfen niemals vergessen, wozu Menschen fähig sind, in jeder Hinsicht, im Guten wie im Bösen. Aber erinnern bedeutet Arbeit. Fritz Bauer wusste das. Bauer, der streitbare Republikaner, der leidenschaftliche Demokrat, der nach 1933 wegen seiner politischen Überzeugung und seiner Herkunft, seines Amtes, seiner Rechte und seiner Heimat beraubt wurde, der von den Nazis schikaniert, verfolgt und ins Konzentrationslager gesperrt wurde, der sich schließlich nach Skandinavien ins Exil retten konnte und der nicht nur das Verdienst hat, die Ehre der Männer und Frauen des 20. Juli in Braunschweig zu verteidigen, sondern der später die Hinweise gegeben hat, die zur Ergreifung von Adolf Eichmann geführt hat und der in den 60er Jahren als Generalstaatsanwalt dann in Frankfurt die Auschwitz-Prozesse geführt hat. Fritz Bauer war klar, dass es nicht reicht, das Gedenken an den Widerstand nur einmal zu verankern, sondern dass es notwendig ist, dieses Gedenken immer wieder lebendig zu halten. Und das gilt ja auch für unsere Demokratie. Es geht nicht darum, den Besitzstand zu bewahren. Es geht nicht darum, sich lediglich in die Komfortzone von Überzeugten zurückzuziehen. Es geht vielmehr darum, auch die Gleichgültigen, die Distanzierten und die Skeptischen zu erreichen. Und diese Aufgabe wird anspruchsvoller werden. Denn mit dem Abschied von den Zeitzeugen ändert sich auch das Gedächtnis und das Gedenken. Schon meine Generation wurde geboren, als der 20. Juli 1944 schon einige Jahrzehnte zurücklag. Dennoch sind immer meine Altersgenossinnen und Genossen und auch ich geprägt und tief geprägt von persönlichen Erinnerungen unserer Eltern und unserer Großeltern. Der Krieg und seine Folgen, Fronterlebnisse, Bombennächte, der Trek nach Westen, all das sind für uns und für meine Generation noch Überlieferungen aus erster Hand gewesen. Wir sind aufgewachsen mit den Zeitzeugenberichten über die Auschwitz-Prozesse, mit der Serie Holocaust im Fernsehen und mit der Auseinandersetzung der 68er-Generation mit ihren eigenen Eltern. Für unsere Generation hat diese Erinnerung noch also einen konkreten persönlichen Bezug. Sie hat Gesichter und Stimmen, die uns vertraut und nahe waren. Für meine Kinder, die heute im Grundschulalter sind, wird es nicht mehr so sein. Sie und ihre Generation werden neue Wege finden müssen zu unserer Vergangenheit und zu den Konsequenzen aus unserer Geschichte. Dies gilt umso mehr für unsere Einwanderungsgesellschaft, in der viele Familien erst nach der NS-Zeit nach Deutschland kamen. Auch sie gehören zu unserem Land mit unserer Geschichte. Und gleichzeitig haben gerade viele dieser Einwandererfamilien selbst den Schrecken von Diktatur und Gewaltherrschaft erlebt. Viele von ihnen wissen, was Flucht und Verfolgung bedeutet. Und viele wissen auch, was es bedeutet, Widerstand zu leisten. Wir sollten diese Erfahrung als Chance begreifen, um die Erinnerungen an den Nationalsozialismus und den Widerstand des 20. Juli 1944 lebendig zu halten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Erbe des deutschen Widerstandes, das ist das Erbe von Mut und Menschlichkeit. Und es gibt keinen Grund, dieses Erbe heute antiquarisch zu behandeln. Stattdessen sollten wir es offen halten für neue Zugänge. Mut und Menschlichkeit, das waren die Ideale von Menschen wie Liane Berkowitz und den Frauen und Männern des Widerstandes. Genau das macht sie heute zu Vorbildern, eben auch für kommende Generationen. Fritz Bauer hat es wie folgt ausgedrückt, und das hat nichts an Aktualität verloren. Wir können aus der Erde keinen Himmel machen, aber jeder von uns kann etwas dafür tun, dass sie nicht zur Hölle wird. Ich bin überzeugt, dass
Und genau das, meine Damen und Herren, ist und bleibt unser Auftrag. Wir gedenken unserer Toten. Heute, vor 77 Jahren, starben in den Nachtstunden im Bendlerblock 5 deutsche Offiziere, die versucht hatten, gemeinsam mit anderen Deutschland von Hitler und der Terrorherrschaft des Nationalsozialismus zu befreien. Sie waren am 20. Juli 1944 die Ersten, die sterben mussten. Ludwig Beck, Friedrich Olbricht, Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, Albrecht Ritter Merz von Quirnheim, Werner von Haften. Ihre Namen ehren wir auf der Gedenktafel im Ehrenhof der Stauffenbergstraße. Sie stehen stellvertretend für alle, die am Umsturzversuch des 20. Juli 1944 gegen den Nationalsozialismus beteiligt waren. In dieser Stunde gedenken wir auch aller Menschen, die schon seit 1933 im Widerstand lebten und litten, oft einsam, auch entmutigt, angesichts des bedeutenden Widerhalls, den die nationalsozialistische Politik in unserem Volk wie auch weit über die Grenzen Deutschlands hinaus fand. Im Geheimen und offen leisteten sie Widerstand. Sie kam aus allen Parteien der Weimarer Republik. Es waren Frauen und Männer aus den Gewerkschaften. Es waren Unternehmer und Arbeiter, Beamte und Angestellte, Professoren und Studenten, Soldaten unterschiedlichster Dienstgrade sowie
Frauen und Männer der Kirchen. Es waren Menschen, die sich meist aus Glaubenstiefe wie aus ethischer Verantwortung widersetzten. Viele mussten nach ihrer Einkerkerung und den Qualen vor dem Volksgerichtshof oder den nationalsozialistischen Sondergerichten ihr Leben hingeben. Oder sie wählten den Freitod, um nicht unter Folter ihre Freunde zu verraten. Viele wurden in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern ermordet. Wir vergessen nicht die Menschen, die den Mut hatten, sich dem sinnlosen und vernichtenden Kriegstreiben Hitlers zu widersetzen und dieses mit ihrem Leben bezahlen mussten. Wir denken an diejenigen, die Fluchblätter verteilt oder auch auf andere Weise versucht haben, Menschen aufzurütteln und über die Verbrechen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aufzuklären. Auch sie wurden deshalb zum Tode verurteilt. Wir erinnern an die, die aus Nächstenliebe und aus Achtung vor der Würde des Menschen Juden sowie anderen Verfolgten wie auch ausländischen Kriegsgefangenen Schutz, Hilfe und Versteck gewährten und dafür ermordet wurden. Wir denken an die Menschen, die gewagt hatten, eine Neuordnung Deutschlands nach dem Kriege zu entwerfen oder Verbündete im Ausland zu suchen und daher umgebracht wurden. All diese Menschen wehrten sich gegen die Ideologie und Tyrannei der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. So rufe ich heute am 20. Juli 2021 stellvertretend für alle, die den Mut hatten, sich zu widersetzen, in Erinnerung. Paul von Hase, Erich Fellgiebel, Max Ulrich Graf von Drechsel, Eberhard Fink, Gerd von Treskow, Dietrich Bonhoeffer, Kurt Freiherr von Plettenberg, Wilhelm Leuschner, Hermann Maas, Maria Terwil, Fritz Lindemann, Wilhelm Friedrich Graf zu Lünar, Kurt Huber, Erwin von Witzleben, Theodor Haubach, Wilhelm Canaris. Auch denken wir an die Millionen Juden, die in den Vernichtungslagern ermordet wurden und all die anderen Menschen, die durch den NS-Terror, dem Rassenwahn, der Willkür und der menschenverachtenden Kriegspolitik zum Opfer fielen. Wir denken heute an 12 Jahre schreckliches Leiden und Tod, beispiellos in ihrer Dimension. Aber auch heute überziehen unverantwortliche Machthaber unsere Welt mit Krieg, Gewalt und Terror gegen Menschen und gegen Völker. Umso lebendiger bleibt daher die Mahnung unserer Toten, Gewalt und Unrecht zeitig
zu widerstehen. Umso lebendiger bleibt daher unsere Verpflichtung für die Freiheit des Gewissens und die Freiheit der Meinung Andersdenkender einzutreten und diesen mit Respekt zu begegnen. Umso lebendiger bleibt daher unser Auftrag, sich für die Würde des Menschen einzusetzen. Eine Mahnung an uns Deutsche, aber auch an Europa und die Welt. Wir denken an unsere Toten in Dankbarkeit und Stille.
Thank you.